Hallo, meine hochverehrten Damen und Herren, Hunde und Katzen und alles, was sonst noch herumfleucht und kreucht. Wir sind wieder in Satisfactory und ich schwitze, weil momentan ist es mal wieder um 12 Uhr mitternachts rum, so 32, 33 Grad und ich muss leider die Fenster geschlossen halten, weil meine Nachbarn asoziale Penner sind. So. Ja, lass mich erstmal reinkommen. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Und ich habe heute eine Menge vor. Mehr als ich schaffen kann. Fangen wir erstmal an mit alten Schrund abreißen. Währenddessen erkläre ich euch vielleicht mal irgendwie ein paar Besonderheiten der heutigen Aufnahmesitzung. Neben, dass ich schwitze, dass mir die Suppe von überall runterläuft. Ist eklig, ich weiß, aber es ist halt nun mal so. Ich will diesen unteren Container da, der leer ist, einfach mal wegreißen. Mach. So. Da hinten sind auch noch ein paar Remains of Older Days. Das kann auch weg. Das habe ich letztes Mal gesehen und habe mich geschämt. So. Hier soll doch nichts rumfliegen oder irgendwie, ne? Wenn ich nicht sage, dass es rumfliegen soll, dann soll es nicht rumfliegen. Ich werde einfach mal hier komplett alles wegreißen, bis da vorne zu den Stützen. Wir müssen heute da oben wieder die Dinge zum Laufen kriegen, die halt laufen sollen. Soll heißen, wir brauchen wieder Rotoren und wir brauchen wieder eine Herstellungsapparatur für verstärkte Eisenplatten. Da oben geht nämlich gar nichts mehr, weil ich mich nur auf hier und auf den Dschungel letztes Mal konzentriert habe. Ich reiße auch mal hier das Geplätte weg, weil das stammt aus alten Tagen, wenn ich das richtig sehe. Und oder hängt das hier hinten dran? Nein. Und das ist noch aus der alten Feldordnung. Das machen wir jetzt weg. Manche Dinge ändern sich nie. Der Honk und das Rülps. So. Um das da oben alles ans Gehen zu kriegen, müssen wir einmal Schrauben von hier unten nach oben bringen. Das wird lustig. Dann müssen wir hier unten die eine der anderen Quellen zumindest halb antatschen, weil das sind ja normale Quellen. Das heißt also, wir könnten eigentlich zwei Brenner dran klatschen. Wollen wir das machen schon? Ja, also wahrscheinlich wird uns hier auch das Stromnetz zusammenbrechen, weil wir haben ja übertaktet und hier hängt sowieso schon eine Menge dran. Ja, ja, so viel zu tun und so wenig Zeit. Wer sagt das eigentlich? Gut, da oben sind noch Eisenplatten drin. Die würde ich gerne erstmal rüberfahren. Ich muss mal sehen, welches von den Förderbändern ist denn... Ich muss erstmal sehen, wie voll ist der Eisenplattencontainer da oben. Das ist mir ein Anliegen. Dann muss ich sehen, welches Förderband an diesem Eisenplattencontainer hängt und welches andere Förderband vielleicht auch noch Eisenplatten befördert. Also hier hängt das mittlere dran an dem Container, sehe ich gerade. Schiete. Das fängt ja gut an. Nö, hier passt auch noch was rein, also kein Problem. Ja, ich habe heute eine Menge vor. Wir werden heute, wenn alles gut geht, Schwefel anbaggern. Wir werden Schießpulver herstellen. Jawohl, wir werden Schwarzpulver herstellen, Freunde. Einfach, weil es mir ein Anliegen ist. So, ich hänge dann mal diesen Container kurzfristig, damit der leer wird. Mach doch mal. Hallo. Ich krieg hier gerade irgendwie das nicht so recht hin. So, an die mittlere Schiene. Mittlere Schiene bitte. Förderband ist zu lang. Willst du mich ver... Naja, komm. Fangen wir mal nicht gleich wieder an zu meckern hier. Ja, ich will Schwarzpulver herstellen. Ich möchte auch das Karterium herkriegen. Ich möchte heute schon mal ein bisschen auch am MAM forschen. Mal gucken. Und vielleicht holen wir auch die machen wir auch die Stahlproduktion. Fangen wir zumindest an. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo die Förderbänder da oben sonst hingehen und was da oben eigentlich fehlt, weil sowohl die Rotoren als auch die verstärkte Eisenplattenproduktion ist dood. Mausedood. So wie der Papagei in Monty Python Sketch. Wer es nicht kennt, ist sehr lustig, der gewesene Papagei. Einfach mal gucken. So. Hier werden Schrauben produziert. Hier sollten eigentlich Eisenstangen ankommen. Ja, das ist ja gar nicht toll. Hier kommen Eisenstangen an. Weißt du was?
damit hier überhaupt irgendwas geht, können wir ja mal Folgendes machen. Ich hoffe, das geht noch. Aber ich glaube, das hatten wir hier auch schon mal. Also, gib mir mal. Gib mich von Logistik, Förderbandsplitter. Miete Lepo-Loch nach hinten. Aha, ja. Geht das? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es wieder... es ist die Form der natürlich. Klar, wie sollte es denn anders sein? Nicht aufregen, Sonne. Nicht aufregen. Alles wird gut. Alles wird bestens. Nein, nichts wird gut. Ja, und ich muss mal wieder von Privatem auch reden. Ich habe Liebeskummer, Beziehungsstress, wie man es auch immer nennen will. Und bin deswegen ein klein wenig am Köter. Also verzeiht mir, wenn ich nicht ganz so heute vielleicht lustig und sonstiges bin. Ich werde mich bemühen, euer Honks zu sein. Warte mal. Mach das mal weg. Und dann werden wir das hier mal aufteilen. Das wird dann vielleicht nicht das Stärkste sein, was hier laufen kann, aber ja, wir müssen das sowieso hier alles umgestalten, das ist schon mal klar. So, dann ist das obere Förderband soweit obsolet für jetzt, also überflüssig. Mhm. Und das heißt, upsi, das heißt upsi. So, jetzt erstmal gucken. Ist denn die Rotorenherstellung dann wieder am Start? Weil darum geht es hier hinten. Standby. Also er macht, ja, also die Rotorenherstellung ist wieder am Start. Wie viel haben wir denn hier drin? 25, das ist ja überhaupt nichts. Ja, also... Die Materialien könnten schneller kommen. Aber wir wollen jetzt erstmal for the time being genau das machen, was was geht, Digga. Ne? Ja, so. Der mittlere transportiert ja überhaupt irgendwas. Ja, genau, der transportiert die Eisenplatten aus dem Container weg. Jetzt nochmal. Hier sollten eigentlich Schrauben kommen, damit hier wieder die verstärkten Eisenplatten ankommen können. Ja, das ist gut. Also damit die verstärkten Eisenplatten hergestellt werden können. Dann nehmen wir doch mal ein kleines Förderband und hängen es unten an unsere grandiose Schraubenproduktion. Unteres Förderband wohlgemerkt. Und das obere Förderband hat dann mal nichts zu tun. So. Dann ab dafür. So, ich weiß noch nicht ganz, wie ich das mache. Also es soll ja jetzt erstmal provisorisch sein. Jawohl. War das untere, ne? Was ist jetzt das obere? Ich habe keine Ahnung. Ja, ehe das zu lang wird, machen wir mal lieber so. Ah, vielleicht Mitte. Aus Gründen, nicht ganz unten, weil, ja, können wir nachher sagen. So, wie sieht's eigentlich aus? Könnten wir hier auch ein MK2 ranhauen? So, wie sieht's denn aus mit den Eisenplatten hier? Hallo? Ja, die verschwinden so langsam. Ich will diesen Container da oben weg haben. Der ist echt ätzend. So. Wir binden mal ein weiteres Eisenvorkommen an. Würde ich einfach mal so empfehlen. Und dann nehmen wir das hier. Warte mal, nochmal sicher gehen, dass das auch wirklich das ist, was ich denke. Ja, es ist ein normales. Ich glaube, wir werden gleich zwei Schmelzen dranhauen. Dann sind wir hier fertig und mit diesen beiden Schmelzen stellen wir dann Rohre her.
Die dritte Eisenquelle da drüben machen wir zu Eisenplatten. Also wohlgemerkt, alles nur for the time being, alles nur für den Moment. Wir leben für den Moment, tue ich momentan eh. Ja, wie gesagt, also ich bin so ein bisschen traurig, weil nach 25 Jahren, über 25 Jahren, eine Trennung ist nicht so einfach. Und es war schon öfter fast angesagt. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich auch auf der anderen Seite ziemlich froh, weil, kennt ihr den Spruch, lieber ein Schrecken, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Exakt das. Eigentlich ist das Ganze schon viel zu lange gelaufen. Ich möchte hier nicht ins Detail gehen, jetzt habe ich da irgendwas unten drunter gebaut. Ich möchte hier nicht ins Detail gehen, weil das ist sehr privat. Ich will nur so viel erzählen, wie notwendig ist, damit man versteht, warum ich hier unter Umständen nicht der Honk bin, der den ihr so gewohnt seid. So, jetzt einen Bohrer. Ich glaube, da werden wir noch mal erstmal was basteln müssen. Nein, wir haben noch einen Miner auf Tasche. Das ist ja exzellent. So. Ausgang machen wir nach da vorne. Ja, aligned zum Plattenapparat. So, und dann möchte ich das hier vorne splitten, weil, wie gesagt, da können zwei Schmelzer dran. Also Logistik, Förderband, Splitter. Ja, wir kommen gut voran, denke ich mal. Mhm. Wäre schön, wenn das funktionieren würde. Danke, bitteschön. Ja, ich habe das leider genau da dran gebastelt. Ich glaube, das wird nichts. Wäre schön, wenn man das da so richtig so dranhängen könnte und dass man dann gar kein Förderband mehr braucht, aber ja, wäre schön gewesen, ne? Okay. Das müsste aber jetzt funktionieren, es sei denn, es ist wieder verkrüppelt. Ja, das ist es auch. Und, und nein, Control-Taste zeigt nur ein paar blöde Bänder an, aber das sagt nichts darüber aus, ob das auch funktioniert. Aber das müsste jetzt aber die richtige. Bitte, bitte, bitte. Ich will hier nicht die ganze Zeit rumeiern. Nein, oh nein. Jetzt ist es da drüben zu weit, okay. Nicht aufregen. Ja, ich bin momentan noch ein bisschen ungeduldiger als sonst. Weil ich halt wirklich alles richtig machen will. Und ihr wisst, wie es ist, wenn man alles richtig machen will, dann macht man es meistens falsch. Ja, das wird doch wieder nichts. Ja. Ich werde es wahrscheinlich dann. Ich mache noch einen Versuch auf dieser Stufe. Was? Moment. Guck mal, jetzt sagt er, das würde direkt passen. Da, die grüne Linie. Pass auf. Und wenn das funktioniert nicht. Doch! Ja, das Ding will mich ärgern. So! Die Frage ist jetzt, kriegen wir das hin, dass wir hier hinten zwei Dinge hinstellen? Ich will ja hier möglichst den Platz so optimal wie möglich ausnutzen. Also Produktion, Schmelzer offen. Du hast doch den Schmelz offen. Ja, ein bisschen Humor habe ich noch und das ist auch gut so. So. Ja, ich versuche mal hier möglichst effizient das Ganze hinzusetzen. Mach gleich nochmal einen Schmelzer offen daneben. So nah wie möglich. Und genau in Linie.
Ja, jetzt ist die Frage, kriegen wir das so hin, dass ich hier Folgendes machen kann? Ist alles jetzt nur ältere Jugend forscht? So, also ich will erstmal hier einen stapelbaren Fördermast hinstellen und dann noch einen oben drauf stapeln. Ich hoffe, das wird dadurch nicht zu steil, Digga. So, na, ist ja toll. Ja, super. Nicht. Pass auf, versuchen wir es doch so. Ja, ich will jetzt erstmal, also nachher wird es interessanter. Wir werden nachher auf jeden Fall noch interessantere Sachen machen. Aber jetzt möchte ich erstmal die verstärkten Rahmen ans Gehen kriegen, dass die oben produziert werden. Damit ja, die schon mal produziert werden, während wir uns auf was anderes konzentrieren. Geht das? Oh fuck. Gibt das? Nein, so erstmal nicht, aber pass auf. Oh. Ja, das ist jetzt ein bisschen vielleicht kompliziert. Ich kann ja aber auch noch mal so machen. Jo. Das ist vielleicht jetzt nicht super schön, aber es ist funktionell, würde ich sagen. Jetzt ist die Frage, kriegen wir... Ich würde gerne diese dann... Es wäre schön gewesen. Das wäre sehr schön gewesen. Aber wisst ihr was? Das könnte vielleicht auf andere Art und Weise funktionieren. Ah, nee, 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 das wird nicht funktionieren. Zumindest so nicht. Hoffe, ich reiße hier mal einen ab. Dann bleibt der Platz hier hinten frei. Und wir ziehen den einen nach vorne. Du hast doch den Schmelzofen. Geht das jetzt? Kann ich jetzt da unten? Nein. Dann mal was völlig anderes. Ja, Entschuldigung, wenn jetzt wieder hier rumexperimentiert wird, aber das gehört auch dazu. Ja, wenn ich jetzt hier den Schmelzofen hier so in dieser Richtung dran setze, mit der Öffnung nach hinten und hier so auf die Mitte. Und dann vielleicht so. Das ist dann nicht super effizient platziert, aber vielleicht gerade so, dass wir das hinkriegen. Jo. Und dann können wir vielleicht sogar, wenn ich das einigermaßen geschickt anstelle,
hier noch den anderen Schmelzofen dazwischen stellen. Ja, ich weiß, wenn ich nicht den Platz so absolut perfekt auslasten wollte, dann wäre das alles sehr viel einfacher. Aber das ist ja gerade die Herausforderung. Be efficient. Ich bin schon nicht effizient, weil ich Chaot bin, aber dann kann ich das doch wenigstens an anderer Stelle wiederum auswetzen, diese Scharte.